Oh. Jetzt geht es nochmal um verschiedene Funktionen letztendlich, Sinusfunktion, E-Funktion, Parabel und so weiter mit den entsprechenden Transformationen, also mit den Veränderungen, wenn sie gestreckt werden oder wenn sie zum Beispiel verschoben werden. Das nennt man einfach nur Transformation. Das heißt, hier in diesem Beispiel ist es jetzt die Sinusfunktion, aber ich habe auch ein Video mit E-Funktion und mit quadratischer Funktion und das mit Logarithmusfunktion, also es geht mit allen Funktionen gleichmäßig. Das heißt, wir schauen uns an, wir können, immer wenn wir hier vorne einen Faktor verändern, ganz vorne vor der Funktion, a mal Sinus x, dann ist es zum Beispiel 2 mal Sinus x und das bedeutet immer, dass wir hier die Amplitude, also das gibt dann einen größeren Ausschlag als normalerweise. Wenn es a größer als 1 ist, dann haben wir die Streckung. Wenn a zwischen 0 und 1 liegt, dann ist es eine Stauchung. Und diese Streckung oder Stauchung geht immer in y-Richtung. Das heißt, wir schauen uns das mal für Sinus x an. Wir nehmen erstmal die normale Sinusfunktion und zeichnen den Graphen ein. Das heißt, ihr habt ein Koordinatensystem gezeichnet und jetzt zeichnet man bei Sinus und Cosinus und Tangens oftmals nicht 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter ein als Einteilung für die x-Achse, sondern eben das Gradmaß oder das Bogenmaß. Und das ist auch, was viele immer nicht verstehen, obwohl es eigentlich ganz leicht ist. Das heißt, ein Kreis, also eine Schwingung einer Sinuskurve, endet immer bei 360 Grad bei der normalen, die nicht transformiert ist. Und das heißt, wir teilen einfach jetzt die x-Achse in 360 Grad, 180 Grad, dann nochmal hier 90 Grad und entsprechend 270 Grad ein. Was für ein Bogenmaß gehört jetzt immer dazu? Naja, wir haben ja den Kreis und der Umfang eines ganzen Kreises, also bei 360 Grad Winkel, ist ja der Umfang, ist ja gerade 2 Pi R. Wenn man sich den Einheitskreis anschaut, dann ist der Umfang einfach 2 Pi. Und genau das hier ist auch die Idee, dass also die 360 Grad dann immer dem Bogenmaß 2 Pi entsprechen. 180 Grad ist dann also ganz normal Pi. 90 Grad ist dann also 1/2 Pi. Und 3/2 Pi ist dann entsprechend 270 Grad. Jetzt kann man natürlich auch sich dazu Zahlen aufschreiben. Das heißt, wir wissen, Pi ist ungefähr 3,14. Also könnten wir hier auch noch eine Zahl hinschreiben, die dann bedeutet, ich nehme mal hier eine andere Farbe, lila. Das hier wäre also 3,14. Dann wäre das hier 6,28. Und das entspricht eben einfach genau diesen Werten. Okay, dann können wir jetzt also unsere normale Sinuskurve mal einzeichnen. Das heißt, wir wissen, es sieht ungefähr so aus. Irgendwie so, das weiß ja jeder. Also eine Schwingung geht immer bis 360 Grad und sie geht auch nie über die 1 hinweg. Das heißt, man kann sich merken, hier bei 90 Grad ist es immer 1. Hier startet es, hier ist es dann bei 0, hier geht es dann nur bis minus 1, nicht weiter runter und hier ist es dann zu Ende. Das heißt, genau so können wir jetzt den Graphen entsprechend zeichnen. Also hier durch, hier bei minus 1 und dann entsprechend hier wieder ankommen. Und hier auf der anderen Seite geht es natürlich genauso weiter. Und dann kommt die zweite Schwingung. Und hier auf der Seite entsprechend geht es entsprechend auch immer weiter. Und deswegen zeichnen wir immer nur diesen einen Ausschnitt, weil sich dann entsprechend alles wiederholt. Okay, das wäre jetzt die normale Sinusfunktion ohne Verschiebung, ohne Streckung, ohne alles. Jetzt verändern wir die Amplitude. Das heißt, wir nehmen hier jetzt die Zahl 2, also heißt das einfach nur, dass die Sinusfunktion jetzt bis zu 2
gestreckt wird und entsprechend hier bis minus 2 gestreckt wird. Das heißt, die Amplitude wird einfach größer. Und ansonsten wiederholt sich das hier genauso. Also das ist diese Streckung um den Faktor 2. Hätten wir jetzt nur ein halb, dann würde es entsprechend um ein halb hier nur verlaufen. Und wäre es eben eine etwas flachere, eine gestauchte Sinuskurve. Okay, ganz leicht. Jetzt kommt B. B gibt die Frequenz, kann man sich ganz gut merken, sozusagen die Frequenz an. Das heißt, wenn wir ein B haben, was größer ist als 1, dann haben wir eine Stauchung, haben wir B zwischen 0 und 1, ist es eine Streckung in x-Richtung. Das ist jetzt entscheidend. Das heißt, wir haben eine Sinusschwingung und wenn es jetzt B größer ist als 1, dann haben wir eben eine Stauchung, sodass wir eben mehrere Schwingungen da unterbringen müssen, bis wir hier wieder ankommen. Und wenn jetzt B 5 ist, dann müssen wir eben 5 Bögelchen, 1, 2, 3, 4, 5 Bögelchen unterbringen, bis wir bei 360 Grad landen. Das heißt, wir teilen uns einfach hier diese Länge in 5 entsprechend gleich große Teile ein und dann wissen wir auch, wo wir entsprechend landen. Das heißt, zum Beispiel hier, dann hier, dann hier und dann landen wir hier am Endpunkt. Und da muss jetzt immer entsprechend eine Sinusschwingung hineinkommen. Also, nehmen wir mal also die normale jetzt, nur dass sie eben mit 5 verändert ist. Deswegen gehen wir nur bis 1 hoch. Seht ihr, schon falsch? Das heißt, wir müssen ja die ganze Schwingung da unterbringen. Das heißt, es muss ja hier hoch, runter und dann wieder ankommen. Nochmal. Hoch, runter. Und fertig. Erste Schwingung. Jetzt die zweite Schwingung. Bis zur 1 hoch, in der Mitte durch 0 und zu minus 1. Zweite Schwingung. Hoch, durch 0. Dritte Schwingung. Hoch, durch 0. Vierte Schwingung. Hoch, durch 0. Fünfte Schwingung. Das heißt, hier müssen wir entsprechend 5 mal unsere Schwingung haben. Deswegen ist das Ganze eine Stauchung, weil wir natürlich jetzt dieses eine ist ja jetzt nicht mehr so lang, sondern ist jetzt gestaucht, also kleiner geworden. Wäre jetzt die Frequenz, also unser B, ein Fünftel, dann würden wir entsprechend viel, viel gestreckter diese Schwingung haben, dass wir 5 mal 360 Grad, da würde dann die erste Schwingung erst zu Ende sein. Okay, das heißt, man sagt auch in der Physik, die Frequenz erhöht sich, wenn wir hier mehrere Schwingungen haben. Die Amplitude erhöht sich, wenn es höher geht. Okay, jetzt kommt C. Das heißt, C ist die sogenannte Phasenverschiebung. Das heißt, unsere Sinuskurve verschiebt sich jetzt einfach und verschiebt sich jetzt nach rechts, weil wir minus 90 Grad nehmen. Und wenn C kleiner ist als 0, dann haben wir immer eine Verschiebung nach rechts. Das heißt, wir starten jetzt bei 90 Grad erst, gehen dann hier erst bis zur 1 hoch, gehen hier zur 0, gehen hier zur minus 1 und gehen hier dann wieder bis zur 0. Das wäre dann die normale Sinuskurve, einfach nur um 90 Grad nach rechts verschoben. Das bedeutet Phasenverschiebung.
Okay, jetzt kommt noch das D. Das könnt ihr euch als Nulllinie merken. Das heißt, wenn D 0 ist, dann ist es sozusagen immer bei der Nulllinie. Und wenn D jetzt zum Beispiel auf 3 gesetzt wird, dann starten wir einfach hier bei 3. Das heißt, das Ganze ist eine Verschiebung um plus 3 nach oben. Und dann sieht unsere ganz normale Sinusfunktion so aus, wie sie immer aussieht. Bloß, dass wir dann entsprechend sie um 3 nach oben verschoben haben. Das heißt, ihr könnt euch hier eure neue Nulllinie denken und einfach um 3 nach oben verschoben. Okay, das heißt also Amplitude, Streckung, Stauchung in Y-Richtung, Nulllinie, Verschiebung in Y-Richtung. Da schreiben wir nochmal hin. In Y-Richtung. Das ist wichtig. Und die Frequenz ist also immer eine Streckung oder Stauchung in X-Richtung, während die Phasenverschiebung eben eine Verschiebung ist, das schreiben wir hier auch nochmal dazu, in X-Richtung. Das ist entscheidend. Okay, jetzt könnt ihr das Ganze üben mit einer E-Funktion, mit einer Logarithmusfunktion und so weiter. Okay, ich hoffe, es ist klar geworden. Viel Spaß, das war's.